Servus, alle zusammen miteinander. Ja, die letzte Stelle haben wir gefunden. Genau, richtig. Jetzt begrüße ich euch mal wieder zu einer neuen Folge. Ne? Und ich, während ich ein bisschen erzähle, kann ich ja... Nicht zu plündern. Hier diese ganzen Goblin-Leute mal hier looten oder ausplündern, je nachdem, was sie so haben. Ja, es ist so, dass... Nicht zu plündern. Häuptling, da ist nichts drin. Da ist nichts zu holen. Dass ich ja eigentlich schon fertig bin, ne? Also jetzt so mit Corines. Vorerst. Der Schamane hat Kohle. Ach ja, dann haben wir hier noch was. Und dann muss ich gucken, wie ich denn weitermache. Und, nichts zu holen. Ich hätte ja sagen können, dass ich... Hier geht's ja auch noch irgendwo hin, aber ist zugeschüttet. Dass ich dann wohl... dann zu Sean gehe und ihm sage, dass ich Corines verlassen werde. Scheiden tut weh. Ja. So habe ich mir das jetzt vorgenommen. Und waren nicht das zwei? Tatsache. War da noch einer. Da liegen auch noch... Nicht zu holen. Nee. Gut. Ja. Ach ja, hier gibt es ja noch ein Trüchen. Ein Trüchen. Ein Rapier. Und eine Truhe und gleich mal versuchen, die Truhe zu knacken. Klar, ich muss noch ein bisschen aufschauen, wie hier. Was haben wir denn für eine Kombination? Ja. Ja. Nein. Ja. Okay. Haben wir sie auch. Was haben wir denn da für Zeug? Oh, hier haben wir ein Amulett. Amulett der Flammen, Schutz vor Feuer. 10 Schutz vor Feuer habe ich noch gar nicht. So ein Amulett der Flammen kann sehr hilfreich sein, finde ich. Dann gehen wir noch mal weiter. Haben wir hier noch irgendwas rum? Die Essenz der Heilung. Jo, noch irgendwas in den Ecken versteckedeit? Nein, nicht an der Stelle. Werde ich mal speichern. Ja. Gibt es denn noch hier irgendwas drunter? Nein, gibt es nichts. Gut, dann gehen wir hier mal zurück. Guck mal hier noch in allen Ecken und Kanten nach, ob es hier noch was gibt, weil ich habe mich ja mit den Bluthunden beschäftigt. Wieso blutrünstig nun auch wieder nicht waren. Oh. Jip. Oh. Mittlerer Lederbeutel. Es gibt immer was in Jacken da zu finden. Und, ich habe doch festgestellt, und das werdet ihr sicher auch alle wissen, dass wenn wir uns genau umgucken und auf dieses Portal gucken, also auf dieses Monument, hier auf der rechten Seite, ja, ich gehe nochmal hin. Übrigens ist man doch ein bisschen schneller, wenn man springt. Also das hier, da oben im Loch, das ist doch dieses... In Jordanien dieses Petra oder Petra Gebilde. Könnt ihr ja sagen, ob das stimmt oder nicht. Ich meine es mal gesehen zu haben in einem Bericht. So, dann gehen wir mal wieder zurück und bis dahin melde ich mich wieder. Denn es heißt, Corines mal verlassen, ne? Ja. Beim Inventar habe ich ja schon mal auf dieses Ledersäckchen aufmerksam gemacht. Der Name Garvel ist auf dem Beutel eingestickt. Und auch danke für den Hinweis Alain, der gesagt hat, Garvel hat ja auf dem Schiff noch eine Quest für mich. Geht sofort los! Na, jawohl. Und Garvel ist hier. Du bist doch Garvel. Was machst du hier? Kennen wir uns? Aber sicher, erkennst du mich nicht? Ich bin Roland, Bospas Sohn. Roland? Tatsächlich? Mann, das gibt es doch nicht. Was machst du bei den Piraten? Dasselbe könnte ich dich fragen. Dich hätte ich hier am allerwenigsten erwartet. Das glaube ich. Tja, ich wollte Corines verlassen, da es mir klar war, dass irgendwann die Orks die Stadt überfallen würden. Und bald ergab sich eine Gelegenheit hierzu. Am Strand traf ich Elridge, der seinen Onkel Torben besucht hatte. Dieser erzählte mir, dass es im Norden Piraten geben würde und ich mit deren Schiff Corines verlassen könnte. Mir war alles recht. Ich wollte Corines verlassen, egal wie.
Tja, so bin ich dann hierher gekommen. Nun, ich habe aber nicht den Eindruck, dass die Piraten diesen Schlupfwinkel verlassen wollen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Auf jeden Fall bin ich hier erstmal sicher. Und das ist die Hauptsache. Nur eins ärgert mich. Was? Auf dem Weg in den Norden sind Elridge und ich die Küste entlang gewandert. Wir kamen dabei an einem Küstenabschnitt vorbei, der vor Lurkern nur so wimmelt. Dort muss ich meinen Beutel verloren haben. Zumindest war dieser, als wir das Fischerdorf erreicht hatten, nicht mehr da. Dein Beutel? War denn Gold oder sonst etwas Wertvolles in diesem? Nein, aber es befanden sich einige persönliche Gegenstände in diesem, deren Verlust mich besonders schmerzt. Ach, wenn ich ihn doch nur wieder haben könnte. Ich würde dem Finder sogar 200 Goldstücke hierfür geben. Ja, sieh mal, was ich hier habe. Sieh mal, was ich hier habe. Ich werde verrückt. Das ist doch mein Beutel. Du hast ihn tatsächlich gefunden. Es scheint sogar noch alles drin zu sein. Ich danke dir. Hier hast du deinen Finderlohn. Und sonst? Manchmal frage ich mich, ob es richtig war, sich den Piraten anzuschließen. Wer weiß, wie das Ganze noch enden wird. Tja. Ja, das ist gut. Dann können wir ja wieder uns zurück. Am besten gleich zur Höhle in Jakenda begeben. Hahaha, wie lustig. Mir fehlt echt eine Rune. Also, ich habe Corines-Krams. So, dann Corines. Jakenda-Teleport zum Druiden-Kilian. Mhm. Das weiß ich noch, aber ich habe kein Jakenda-Ogerhöhle. Da fehlt mir doch tatsächlich. Ja, haben wir nicht. Das ist jetzt echt blöd. So, dann muss ich ja wohl erstmal zu diesem Kilian hin und von da aus. Hallo, was ist denn jetzt passiert? Ja, ich musste nochmal neu starten, weil ich hatte so einen kleinen Fehler gehabt. Nichts der Rede wert. Okay, 200 Gold haben wir erhalten. Ja, dann müssen wir ja zum Druiden-Heinz dahin, weil mir fehlt echt da diese Rune zur Ogerhöhle Jakenda, also Jakenda-Ogerhöhle. Na gut, okay, ich werde dann mal wieder zu Fuß dorthin müssen. Schade. War die das überhaupt? Also beim letzten Mal habe ich das so gemacht. Na, schauen wir mal, ob wir da reinkommen. Also das ist dieser eine, es ist, glaube ich, eine andere Höhle, ne? Nee, aber das ist auch ein Weg, nach Corines zu kommen. Nicht wahr? Bloß, irgendwer hat behauptet in den Kommentaren, es hätte doch noch... Ach, das ist der Ogersteinkreis. Nein, das ist hier. Ja, das ist genau die Richtung, in die ich wollte, ne? Dann wollen wir mal darüber fetzen. Und zwar Richtung Sternwarte. Hier sind wir. Oh, Dandolo ist beim Leuchtturm. Das weiß ich, glaube ich, noch. Ja, bevor ich dem Sean Bescheid sage, dass ich Corines fand... Wo will ich denn jetzt wieder hin? Bescheid sage, dass ich Corines verlassen werde, gucke ich nochmal lieber in meinem... Ne, was wir alle so machen. Oder gemacht haben. Da wäre ganz wichtig die Rückeroberung von Corines. Die Schlacht um Onas Hof ist entschieden, aber sowohl die Söldner wie auch Lord Andres Männer sind zu erschöpft, um nun auch die Stadt anzugreifen. Wenn ich Corines zurückerobern will, werde ich daher auf mich allein gestellt sein. Vielleicht sollte ich diesen Plan lieber zurückstellen und zunächst an meinen Auftrag denken. Selbst wenn wir Corines verlassen sollten, denke ich, dass wir später wieder hier hinkommen können. Eine Eroberung wäre dann daher auch zur späteren Zeit möglich. Und das hat mir auch Allah geraten. Gucken wir nochmal weiter, und zwar unter wichtige Missionen. Ich habe Onas Hof befreit. Moment, an Bord sollte ich es unbedingt... Ja, das ist dann mit dem Pergament, was ich dann Lord Baldwin übergeben müsste. Aber wir werden jetzt mal Sean mal sagen. Hey du! Ich werde Corines verlassen. So, konntest du doch noch irgendwas herausfinden? Ja, ich habe einen Brief gefunden, der an den Ork-Kommandanten Donchak gerichtet ist. Der Brief ist von einem Schwarzmagier aus Varant. Er schreibt... dass demnächst ein Heer von Untoten die Orks unterstützen soll. Ein Heer von Untoten, sagst du? Woher soll nur die magische Kraft herkommen, ein solches herbeizurufen? Denn ich nehme an, es wird sich bei diesem Heer wohl um mehr als nur ein paar Skelette handeln.
Das frage ich mich auch. Könnte dies vielleicht mit dem Seelenstein in Verbindung stehen? Du meinst, ob dessen Macht groß genug wäre, um so ein großes Heer aus der Unterwelt herbeizurufen? Ja, genau das meine ich. Möglich wäre dies, doch wer soll diese ungeheure Macht kontrollieren? Nur ein sehr mächtiger Magier wäre hierzu in der Lage. Der Schwarzmagier schreibt, dass er das Untotenheer mit Hilfe des Meisters herbeirufen will. Des Meisters? Ich muss gestehen, dass ich jetzt langsam unsicher werde. Unsicher? Wie meinst du das? Nun, langsam glaube ich schon, dass Xardas hinter all dem steckt. Wie kommst du darauf? Alleine Xardas wäre mächtig genug, mit Hilfe des Seelensteins so ein Heer in Bewegung zu setzen. Xardas soll auch die Runenmagie zerstört haben und der Anführer der Orks im Etana sein. Nun, dann würde alles zusammenpassen. Der Abfall Xardas von Innos, sein Studieren der schwarzen Magie, das Zerstören der Runenmagie und... Und der Raub des Seelensteins, um die Welt im Namen Belias zu unterwerfen. Wir müssen Xardas unbedingt stoppen. Xardas wird wahrscheinlich in Varan zu finden sein, wenn man davon ausgeht, dass er der sogenannte Meister ist. Wirst du dorthin aufbrechen? Ja, wir segeln schon bald los. Gut, dann werde ich zurück nach Athanos kehren. Hier kann ich sowieso nichts mehr machen. Vielleicht sehen wir uns dort wieder. Vielleicht. Innos möge mit dir sein. Und mit dir. Er möge dich auf all deinen Wegen schützen. Danke. Ja, sie sagt Xardas, das ist ein alter Hund, wa? Ja, dann schauen wir mal, was das Logbuch dazu sagt. Suche Xardas in Varant. Ey, es geht nach Varant. Da bin ich ja mal gespannt. Sein ist nun wieder verunsichert. Könnte sich Xardas nicht durch Belia zugewandt haben, durch Scharen in die Welt eindringen? Am besten beginne ich meine Suche in Varant. Okay, das wollten wir ja wissen, nicht wahr? Gut, jetzt gibt es wahrscheinlich wieder, hagelt es wahrscheinlich wieder Kommentare. Junge, du musst doch noch durch das Teleskop gucken. Muss ich das wirklich? Ich weiß es nicht. Dann gäbe es doch bestimmt einen Hint, oder? Also einen Hinweis. Okay. Ja, dann werden wir mal wieder zurück irgendwo hinfetzen. Und zwar... Leute... Ich habe in der letzten Folge was vergessen. Ich habe ja vergessen, zurück zu Jenkins zu gehen. Oh, das mache ich jetzt mal eben. Ja. Oh, muss wieder einrendern. So. Hier laufen Gestalten rum bei einem Fenster hier, so 20 Meter von mir weg. Herrlich. Jenkins müsste doch eigentlich... jetzt... Habe ich wieder abgekommen. Jenkins muss doch irgendwann so ein Feuerchen setzen. Genau. Okay. Das ist jetzt auch die Bestätigung, dass ich da wirklich das letzte Kreuz gekreuzigt habe. Ich habe alle Orte gefunden, die auf der Karte eingezeichnet sind. Es hat sich wirklich gelohnt. Verdammt! Ich glaube, ich habe einen ganz großen Fehler gemacht, als ich dir die Karte verkauft habe. Kann schon sein. So ein Mist. Hä? Na, wie geht's? Frag mich besser nicht. Ich habe das schlechteste Geschäft meines Lebens gemacht. Noch was? Nee. Okay, dann haben wir das mit Jenkins auch erledigt. Jetzt immer nur so einen kleinen Sidekick. Dann bin ich jetzt wirklich auf der sicheren Seite. Ja, wir sind bei Kilian. Mal gucken, was er noch hat. Oh, lustiger Texturfehler. Naja, zeig mir deine, unterrichte mich, Verwandlungszauber lernen. Was kann ich denn Naturzauber lernen? Das hatte ich alles schon mich. Mal... Verwandlung in einen Troll, in Oger, Löwe. Löwe. Das ist ja cool. Verwandlungszauber. Feuerwaran. Minecrawler, Krieger, Warg, schwarzer Goblin, Blutfliege, Fleischwanze. Erstmal gucken, wie viele Dings ich eigentlich habe. Stopp. 11. Und wie viel muss ich noch? Oh, nicht mehr viel hier. 1200 noch was. Dann Naturzauber. Unterrichte mich. Ja. Windhose, Kosten, Eispfeil, leichte Wunden heilen. Na, ich mach mal einen Verwandlungszauber. Unterrichte mich. Denn, und zwar Löwe. Ich möchte mich in einen Löwen verwandeln. Für die Herstellung einer Spruchrolle hierfür benötigst du das Fell eines Löwen und zwei seiner Zähne. Machen wir. Fell eines Löwen.
Naja, ich schätze mal, dass wir dann irgendwann mal auf Löwenfälle treffen. Okay, ich begebe mich wieder zurück zu Corvinus. Ah, schön. Ja, aktuelle Missionen, erfüllte Mission Piratenbeute, Jenkins, wunderbar, haben wir erledigt. Was hatten wir noch erledigt gehabt? Finderlohn, genau. Ja, dann werden wir mal woanders uns hin versetzen. Wohin denn jetzt? Gucken wir doch mal nochmal hier Buddler. Die Buddler werden von dem Fischer Simon zum Schiff gebracht. Wenn ich alle meine Aufgaben auf Corinis erledigt habe, werde ich die Buddler sogleich nach Tamora bringen. Ja, das ist auch okay. Das ist auch erledigt. Ja, da fällt mir nur eins ein. Zurück zur Varaninsel. Mag ja diesen Himmel ungemein. Herrlich. Ja, Martin, Harald. Oder sollte ich nochmal zu Lord André? Das gibt nur noch mehr Ärger. Ja. Naja, schaden kann's ja nicht. Ich spreche ihn an und wir er trinkt Präsenz was. Wir müssen Präsenz zeigen, also geh und hol deine Rüstung. Ich glaube, davon könntet ihr ein Lied singen, ne? Und vor allem, ich vertue mich dann immer hier in der Inventarliste. Bin ich jetzt oben, bin ich jetzt unten, weiß ich nicht. Wo ist jetzt hier Klaus und Anna, Charme und Anmut, die Klamotte, die ist hier. Okay, gibt nichts mehr. Also bleiben wir so. Der steht aber tief, der Mond. Wow. Sehr schön. Gut, jetzt können wir auf ein neues Abenteuer hoffen. Und ich bin auch sowas von gespannt. Gernot. Können wir Corinus verlassen? Erstmal Zwischenfrage. Können wir Corinus verlassen? Du hast alle Aufgaben gelöst, weswegen wir hier waren. Wenn du also willst, können wir sofort aufbrechen. Okay. War noch was mit Finsternis, glaube ich. Muss mal gucken nochmal. Nein. Und zwar wichtige Missionen auf Corinus ist als erledigt. Also, ich habe Xardas Geheimnis und die Sternwarte und die Gruft der Paladine gelüftet und werde Xardas in Varan suchen. Damit wäre diese Mission auf Corinus beendet. Und da ich alle wichtigen Aufgaben von Lord Baldwin gelöst habe, können wir Corinus verlassen. An Bord muss ich unbedingt mit Lord Baldwin sprechen, wegen der, wegen des Pergaments, ne? Guck mal weiter. Schwarzmagier auf Corinus. Genau. Zadok erzählte mir, ich habe Gernot Donschaks Brief übergeben, da wir jetzt wissen, warum die Schwarzmagier auf Corinus sind. Ist diese Aufgabe gelöst. Also Leute, hi ho, hi ho. Gehen wir zurück an Bord. Gehen wir zurück an Bord. Gut, es geht sofort los. Kapitel 4. Ganelun, Gernot und Lord Baldwin. Lord André, sendet euch dieses Schreiben, my Lord. Bei Innos, das sind wahrhaftig gute Neuigkeiten. Ja, es ist geradezu ein Wunder, was mir Lord André da berichtet. Ui, jetzt kann ich... Oh. Paladin. Ah, sorry. War aufgeregt. Der schreibt, dass du Hervorragendes geleistet hast und daher würdig bist, zum Paladin ernannt zu werden. Auch ich bin zu der Ansicht gekommen, dass der richtige Zeitpunkt hierfür da ist. Du hast bewiesen, dass du den Mut, das Können und das Gewissen hast, Innos zu dienen. Deine Taten sind Zeugnis deines reinen Herzens. Wenn es dein Wunsch ist, dann werde ich dich in unserem Orden willkommen heißen. Ich bin mir noch nicht sicher, was ist denn das für eine Auswahl, aber ich bin bereit, ne? Ich bin bereit. Dann soll es so sein. Viele Männer sind diesen Weg gegangen und haben im Namen Innos ihr Leben gelassen. Schwörst du ihren Tod durch deine Taten zu ehren und Innos Ruhm zu verkünden? Ich schwöre.
dann sollst du von nun an Mitglied sein in unserer Gemeinschaft. Hiermit ernenne ich dich zum Streiter Innos. Ich übergebe dir die Waffe und Rüstung eines Ritters. Trage sie mit Stolz, Ritter. Ja, jetzt habe ich was erhalten. Was habe ich denn erhalten? Speichern. Gucken wir doch mal gleich nach. Ah, das glänzt schon. Ritterrüstung ohne Kopfschutz. Oder ohne Kopfschuss. Aber hier, dafür haben wir eine Kettenhaube. Schutz vor Feuer, Waffen und Pfeilen. 515. Oh, hat wir. Dann kann ich ja großartig. Moment mal. Schutz vor Waffen und Pfeilen, die hat ja mehr. Naja, muss ja passen. So, Moment mal. Wie sehe ich aus hier im Dunkeln? Ja, das sieht gut aus. Schön. Alles klar. Und wie sieht es denn aus mit Paladin werden? Ich glaube, das ist auch erfüllt. Das wird ganz unten sein. Der Greif. Ah, da ist es. Ich habe es endlich geschafft. Mein Traum ging in Erfüllung. Lord Baldwin hat mich in den Kreis der Paladine aufgenommen. Seltsam ist allerdings die Paladin-Waffe, die ich bekommen habe. Sie erteilt zwar mehr Schaden, doch ist es ungewöhnlich, dass eine Paladin-Waffe vergiftet ist. Ich denke aber, dass ich Lord Baldwin besser nicht danach fragen sollte. Seht ihr? Einfach mal nachgucken, was für eine Paladin-Waffe, die vergiftet ist. Gucken wir doch mal gleich nach. Ich habe immer noch die lustige Karte. Hier, gesegnet, geschärft. Paladin-Waffe. So, habe ich nicht aufgepasst, ob das die war. Aber meine Katana ist immer noch die bessere. Ja. Gernot? Hey, was du sagen? Du hast es also tatsächlich geschafft. Ja. Du bist Paladin geworden. Ich muss sagen, dass ich beeindruckt bin. Ja, nicht nur ich, auch viele andere an Bord sind der gleichen Ansicht. Meinen herzlichsten Glückwunsch. Ja, ich glaube, ich muss eine Party machen. Hm? So, ein Paladin bist du jetzt geworden. Ich kann Lord Baldwin nicht verstehen, dass er dich hierzu ernannt hat. Aber heutzutage scheint ja alles möglich zu sein. Damals hat man nur die Edelsten der Edlen aufgenommen. Daher werde ich dich nie als Paladin akzeptieren, verstanden? Hey! Was ist denn das? Störe ich? Auch wenn du jetzt ein Paladin geworden bist, heißt das noch lange nicht, dass auch ich dich als solchen ansehe. Damals hat man nur die Edelsten der Edlen... Doch das scheint heute wohl vorbei zu sein. Ja... Ganelon, arrogantes Arsch. Sorry. So, bevor ich mit den anderen quatschen, will ich unbedingt hier mal eine Runde eine Mütze schlafen nehmen. Wo war das? Ach ja, da kann ich ja noch auf dem Schiff weiter gucken. Wo war denn hier die Mütze Schlaf? Hier kann man eine Mütze Schlaf nehmen. Gut. Oh, geil, ich bin Paladin. Bis zum nächsten Morgen. Ja, da wollen wir mal das Schiff mal die Leute begrüßen, wie zum Beispiel Erik. Hey! Nix. Dann den Smoothie. Hallo Albin. Ja, genau richtig. Hast du was zu essen für mich? Fischsuppe. Ja klar, hier hast du deine Suppe. Super. Es tut gut, euch wieder zu sehen. So, unser Steuermann Halvor. Hey! Will meine Fähigkeiten verbessern, genau, richtig. Konrad. Hey. Ja, es kann ja sein, dass sich irgendwas noch in den Dialogen ändert, ich weiß es nicht. Dann Bertram. Lass uns mit dem Training beginnen, okay, da sind unsere Alten. Dann bin ich gespannt, was er hier sagt. Harald. Nee, er sagt, und Harald, wie sieht's aus, alles klar? Und Harald, wie sieht es aus, alles klar? Solange ich hier jeder an Bord auf einem... Okay. Das kennen wir auch noch. Sululu, ich kann auch wieder du bei Hawk. Du hast es tatsächlich geschafft und bist Paladin geworden. Ich kenne nur wenige, die es in kurzer Zeit so weit gebracht haben. Dandolo wird, wenn er es nicht schon getan hat, dich im Namen von Wulfias, den Paladin und allen Seeleuten beglückwünschen. Trotzdem wollte ich dir auch ganz persönlich gratulieren, da ich sehr beeindruckt davon bin, wie beharrlich du dein Ziel verfolgt hast. Noch weiterhin viel Erfolg. Danke. Danke, danke. Hawk. Ja, ich komme auf dich zurück, falls ich noch mal ein paar Bio-Fähigkeiten bräuchte. Bertram, Ernst, Buddler,
Ich glaube, die braucht man gar nicht irgendwie anquaken. Dann. So, Dandolo. Ich gratuliere. Du bist tatsächlich Paladin geworden und hast die Mannschaft damit ungeheuer beeindruckt. Ehrlich gesagt, hätten das viele an Bord nicht für möglich gehalten. Auch nachdem du zweiter Bootsmann geworden bist, gab es noch einige, die daran zweifelten, dass du so weit kommen würdest. Nur Ernst und ich waren schon früh der Ansicht, dass du es schaffen wirst. Ich soll dich jedenfalls im Namen der gesamten Mannschaft zu deiner Ernennung beglückwünschen. Herzlichen Dank. Und Ganelon würde ich an deiner Stelle ignorieren. Seine Meinung zählt nicht. Den kann keiner hier an Bord leiden. Das hab ich schon gemerkt. Ach ja, jetzt spielt er mir auch noch ein Ständchen, der Balto. Okay, hier haben wir einen Butler. Da bin ich mal gespannt, was denn unser Magier sagt. Wulfi Ass. War doch Wulfi Ass, ja, natürlich. Oh, er schüttelt mal wieder seine Getränke. Okay, segne mich. Ich möchte meine Lebenskraft steigern. Zeig mir deine Ware. Ah, ich will mal mich wieder segnen lassen. Ich segne dich im Namen Innos. Der Herr lasse sein Feuer in deinem Herzen brennen und gebe dir die Kraft, nach seinem Recht zu handeln. Schön. Auch das ist gut. Dann gehen wir nochmal zum Lageristen runter. Wie ist denn nochmal Wolfgang, ne? Oh, hier. Sven. Hey, du. Der böse Sven. Okay. Wie hieß der Wolfgang? Oh ja, ich konnte mir diesen Namen merken. Okay, nichts Besonderes, aber hier liegt wieder Zeug. Herrlich. Gleich zugreife hier. Wurst, Brot, Käse, Wasser, Käse. Milch, Schinken. Lecker. Ich habe Hunger bekommen jetzt dadurch. Oh, gibt es hier noch irgendwo versteckte Geschichten? Nein. Das Lustige ist, wie geht's weiter? Gucken. Gibt's irgendwo noch eine Karavest-Quest? Schauen wir mal ins Loggi. Suche nach Xardas Boden der Finstboten. Wir können Corinnes verlassen. An Bord sollte ich unbedingt mit Lord Baldwin sprechen. Habe ich ja gemacht. Vielleicht muss ich nochmal sprechen, das kann ja sein. Suche, ja genau, richtig. Okay, dann quaken wir nochmal den Baldwin an. Gernelum Gernot, ist klar, Baldwin ist mal hier hinten. Kurz gespeichert. Hey. Wir müssen nach Varant. Wir müssen nach Varant. Die Assassinen wollen den Orks mit einer untoten Armee beistehen. Gernot hat mir schon von dieser fürchterlichen Gefahr berichtet. Und da du am besten über die Vorgänge informiert bist, solltest du bestimmen, wohin wir jetzt segeln. Ja. Ihr meint, ich darf den Kurs bestimmen, mein Lord. Ja, natürlich, mein so Lord. Ist es. Wir können uns jetzt in dieser Notsituation nicht leisten, Fehler zu machen. Du kennst die Pläne unserer Feinde am besten. Daher handle so, wie du es für richtig hältst. Danke, Kommandant. Ich werde euer Vertrauen nicht missbrauchen. Das ist cool. Hey. Ah ja, die Butler. Ach, die waren da hinten, ne? In der Front, also im Bug, glaube ich. Wohin können wir jetzt segeln? Stimmt. Bestimme den Kurs selbst. Segeln wir zu der Insel Tamora. Richtig. Gut, wir werden sofort lossegeln. Sailing, sailing, Laia Tamora. Ach ja, das. Schwupps, da sind sie. Im Synchron trinken. Okay, Balto? Hey. Ja, genau. Und sonst. Gut, das ist Flavor. Ich muss doch da jemanden finden, der da hieß Slim. Genau, richtig. Wir sind da. Wir sind da. Schöne Insel. Ich werde jetzt zum Statthalter gehen. Wollt ihr mich in die Stadt begleiten oder lieber auf mich warten? Wir warten lieber. Kläre erstmal mit Bruno ab, ob er bereit ist, für jeden Mann 10 Goldstücke am Tag zu zahlen. Na schön, dann bis später. Bis später. Oh, bis später. Und an dieser Stelle sage ich auch, bis später. War cool. Also endlich viertes Kapitel. Daumen, kleinen Kommentar und ihr wisst Bescheid. Macht's gut. Tschüss.